Viertes Kapitel. Aus welchem hervorgeht, dass Tiger nicht auf Bäume klettern. Eines Tages, als Pooh gerade dachte, dachte er, er könnte sich mal auf den Weg machen und Ia besuchen, weil er ihn seit gestern nicht gesehen hatte. Und als er durch das Heidekraut ging und vor sich hinsang, fiel ihm plötzlich ein, dass er Eule seit vorgestern nicht gesehen hatte. Und deshalb dachte er, er würde einfach mal auf dem Weg zu Ia im 160-Morgenwald vorbeischauen, um zu sehen, ob Eule zu Hause war. So sang er immer weiter, bis er am Bach an die Stelle gekommen war, an der die Trittsteine sind. Und als er mitten auf dem dritten Stein war, begann er sich zu fragen, wie Kenga und Ru und Tiger miteinander auskamen. Denn die drei... Entschuldigung, ich habe da schnell das Video beenden. So. So sang er immer weiter, bis er am Bach an die Stelle gekommen war, an der die Trittsteine sind. Und als er mitten im Bach war, begann er sich zu fragen, wie Kenga und Ru und Tiger miteinander auskamen. Denn die drei wohnten gemeinsam in einem anderen Teil des Waldes. Und er dachte, ich habe Ru lange nicht mehr gesehen. Und wenn ich Ru heute nicht sehe, habe ich Ru noch länger nicht gesehen. So setzte er sich mitten im Bach auf den Stein und sang eine weitere Strophe seines Liedes, während er sich fragte, was er nun wohl tun sollte. Und hier sehen wir, wie Pooh mitten im Bach sitzt auf einem der Trittsteine und sich die große Frage stellt, was an diesem Tag wohl zu tun sei. Die weitere Strophe des Liedes ging so. Oh, wie wohl wär mir am Morgen mit Ruh. Oh, wie wohl ist mir am Morgen als Pooh. Denn es ist mir wurscht egal, falls ich nicht fett werd wie ein Aal. Und ich nehme nicht zu, was ich tu. Oh, wie wohl ist mir am Morgen mit Ruh. Oh, wie wohl ist mir am Morgen als Pooh. Denn es ist mir wurscht egal, falls ich nicht fett werd wie ein Aal, was ich tu. Die Sonne war so angenehm warm und der Stein, der schon so lange in der Sonne gesessen hatte, war ebenfalls warm, dass Pooh beinahe beschlossen hätte, den ganzen Vormittag als Pooh in der Mitte des Bachs zu verbringen, als ihm Kaninchen einfiel. Kaninchen, sagte Pooh, mit Kaninchen spreche ich richtig gern. Es spricht über vernünftige Sachen. Es verwendet keine langen, schwierigen Wörter wie Eule. Es gebraucht kurze, leichte Wörter, zum Beispiel. Wie wär's mit einem kleinen Mittagessen? Oder greif zu, Pooh. Ich glaube, ich sollte Kaninchen wirklich mal wieder besuchen. Wodurch ihm eine weitere Strophe einfiel. Ja, ich höre es so gerne sprechen immer zu. Schöner kann man nicht sprechen, Schubidu. Doch sagt Kaninchen, ist nur tüchtig, dann werde ich leider davon süchtig und ich will nicht mehr, sagt Pooh Bär. So stand er, als er dies gesungen hatte, von seinem Stein auf und ging durch den Bach zurück in die Richtung, wo Kaninchens Haus war. Er war aber noch nicht weit gekommen, als er sich sagte,
Ja, aber angenommen, Kaninchen ist nicht zu Hause. Oder angenommen, ich bleib beim Hinausgehen wieder in seinem Vordereingang stecken. Wie es mir schon mal passiert ist, als sein Vordereingang nicht groß genug war. Denn ich weiß zwar, dass ich nicht dicker werde, aber vielleicht wird sein Vordereingang immer dünner. Dann wäre es nicht vielleicht besser, wenn. Und während er ununterbrochen solche Sachen sagte, ging er, ohne nachzudenken, in westliche Richtung, bis er plötzlich wieder vor seiner eigenen Haustür stand. Es war 11 Uhr und das war Punkt Zeit für einen kleinen Mundvoll. Eine halbe Stunde später tat er das, was er eigentlich immer schon vorgehabt hatte. Er stapfte zu Ferkels Haus. Und während er so ging, wischte er sich den Mund mit dem Pfotenrücken und durch den Pelz sang er ein ziemlich haariges Lied. Es ging so. Und wie wohl ist mir am Morgen mit Ferkel? I, wie mies wär mir am Morgen ohne Ferkel? Denn es ist mir wurscht egal, ob ich Eule und Ia oder sonst jemand anderen nicht besuche. Und Eule oder Ia oder sonst jemand von den anderen werde ich nicht besuchen. Nicht mal Christopher Robin. Ja, wenn man es so hinschreibt, dann sieht es nicht aus wie ein sehr gutes Lied. Es hat keinen einzigen Reim. Da es aber gegen 11:30 an einem sehr sonnigen Vormittag durch viel hellbeigen Pelz kam, schien es Puh eines der besten Lieder zu sein, die er je gesungen hatte. Also sang er es immer wieder. Ferkel grub gerade ein kleines Loch vor seinem Haus. Hier seht ihr Ferkel, wie es aktiv mit seinem kleinen Spaten ein kleines Loch gräbt. Was es wohl vorhat? Ferkel grub gerade ein kleines Loch vor seinem Haus. Hallo, Ferkel, sagte Puh. Sagte Ferkel und sprang vor Überraschung in die Luft. Ich wusste doch, dass du das bist. Ich auch, sagte Puh. Was machst du da? Ich pflanze Heicheln, Puh, damit sie zu einem Heichelbaum heranwachsen, an dem dann direkt vor der Tür ganz, ganz viele Heicheln wachsen, damit ich nicht mehr meilenweit zu Fuß gehen muss. Verstehst du, Puh? Und wenn es nicht klappt, sagte Puh. Es klappt aber, weil Christopher Robin sagt, dass es klappt. Und deshalb pflanze ich die Heichel. Und wenn ich vor meinem Haus eine Honigwabe pflanze, wächst sie zu einem Bienenstock heran? Ferkel war sich da nicht so sicher. Oder ein Stück von einer Honigwabe, sagte Puh, damit nicht zu viel verschwendet wird. Aber vielleicht kriege ich dann nur ein Stück von einem Bienenstock. Und es ist vielleicht das falsche Stück, wo die Bienen herumschwirren, anstatt Honig zu machen. Tja, so ein Mist. Ferkel gab ihm recht, das wäre ziemlicher Mist. Außerdem, Puh, ist es sehr schwierig, das Pflanzen, wenn man nicht weiß, wie es gemacht wird.
sagte es und steckte die Heichel in das Loch, das es gegraben hatte, und bedeckte es mit Erde und sprang darauf herum. Das kann ich doch alles, weil Christopher Robin mir das erklärt hat. Ja, das kenne ich doch auch alles, sagte Puh, weil Christopher Robin Klappzypressensamen gegeben hat. Und dann habe ich sie eingepflanzt und bald habe ich die ganze Haustür voller Klappzypressen. Klappzypressen? Ich dachte, die heißen Kapuzinerkresse, sagte Ferkel zaghaft und sprang weiter auf seinem Beet herum. Nein, 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 nein. Diese nicht, die heißen Klappzypressen. Hier seht ihr also, wie Ferkel, während es Puh versucht zu erklären, dass Kapuzinerkresse wohl gemeint ist und nicht Klappzypresse, auf seinem frisch gepflanzten Heichelbaum herumhüpft. Als Ferkel mit dem Springen fertig war, wischt es sich die Pfoten am Bauch ab und sagte, was machen wir jetzt? Und Puh sagte, los, wir besuchen Känga und Ru und Tiger. Und Ferkel sagte, ja, los. Denn es war immer noch ein wenig besorgt wegen Tiger, welcher ein sehr ungestümes Tier war und eine Art hatte, guten Tag, wie geht's zu sagen, dass man danach immer die Ohren voller Sand hatte, selbst nachdem Känga, nicht so stürmisch, lieber Tiger, gesagt und einem wieder auf die Beine geholfen hatte. So machten sie sich auf den Weg zu Kängas Haus. Nun war es aber so, dass Känga sich an jenem Morgen ziemlich mütterlich gefühlt hatte und Sachen zählen wollte. Rus Unterhemden zum Beispiel und wie viel Stück Seife übrig waren und die beiden sauberen Stellen auf Tigers Nuckelflasche. Deshalb hatte sie die beiden weggeschickt und Ru ein Paket mit Brunnenkresse-Stullen und Tiger ein Paket mit Malzextrakt-Stullen in die Pfoten gedrückt. Und damit sollten sie sich einen schönen langen Vormittag im Wald machen. Und ja, kein Unfug stiften. Und weg waren die zwei. Und während sie so gingen, erzählte Tiger Ru, das so was wissen wollte, alles über die Sachen, die Tiger machen können. Können sie fliegen? Fragte Ru. Ja, sagte Tiger, sie sind sehr gute Flieger. Das kann man wohl sagen. Ungewöhnlich gute Flieger. Können sie so gut fliegen wie Eule? Ja, sagte Tiger, sie haben nur keine Lust. Das passt ihnen einfach nicht, irgendwie. Das konnte Ru nicht verstehen, weil es dachte, es müsse doch herrlich sein, fliegen zu können. Aber Tiger sagte, das könne man jemandem, der selbst kein Tiger sei, nur sehr schwer erklären. Hier seht ihr übrigens die zwei, wie sie sich mit ihren Stullen oder Butterbroten, wie wir auch sagen, auf den Weg machen, um Känga zu Hause alleine zu lassen, dass sie so mütterliche Sachen tun kann, wie Seife zählen oder Unterhemden. Sagte Ru. Können Sie zu weit springen, Kängas? Ja, sagte Tiger, wenn Sie wollen. Ich liebe das Springen, sagte Ru. Springen kann, du oder ich. Ich, sagte Tiger, aber wir dürfen jetzt nicht trödeln, sonst kommen wir zu spät. Zu spät? Wohin? Dahin, wo wir rechtzeitig kommen wollen, sagte Tiger und eilte weiter. Nach
kurzer Zeit kamen sie zu den 6 Tannen. Ich kann schwimmen, sagte Ru. Ich bin in den Fluss gefallen und dann bin ich geschwommen. Können Tiger schwimmen? Natürlich können sie schwimmen. Tiger können alles. Können sie besser auf Bäume klettern als Puh? Fragte Ru, blieb unter der höchsten Tanne stehen und guckte hinauf. Auf Bäume klettern können sie am besten, sagte Tiger. Viel besser als Puhs. Können sie auf diesen Baum klettern? Auf solche Bäume klettern sie immer, sagte Tiger, rauf und runter den ganzen Tag. Oh, Tiger, ist das Tatsache? Ich werd's dir zeigen, sagte Tiger tapfer, und du kannst auf meinen Rücken sitzen und mir zugucken. Denn von allen Sachen, die Tiger, wie ihr gesagt hatte, können, war Bäume klettern plötzlich die einzige, bei der er sich ganz sicher war. Oh, Tiger, quietschte Ru ganz aufgeregt. So setzte es sich auf Tigers Rücken und los ging's. Und auf den ersten 3 Metern sagte Tiger froh, höher, höher, immer, immer höher. Und auf den nächsten 3 Metern sagte er, ich hab's ja gesagt, dass Tiger auf Bäume klettern können. Und auf den nächsten 3 Metern sagte er, leicht ist es allerdings nicht. Und auf den nächsten 3 Metern sagte er, man muss natürlich auch wieder runter. Und dazu rückwärts. Und dann sagte er, das wird dann schwierig. Es sei denn, man fällt runter. Und das wäre dann leicht. Und bei dem Wort leicht brach plötzlich der Ast, auf dem er stand, und es gelang ihm eben noch, sich an dem Ast darüber festzuhalten, als er merkte, dass er fiel. Und dann machte er einen Klimmzug, bis er allmählich das Kinn über den Ast gewuchtet hatte, und dann eine Hinterpfote und dann die andere, bis er schließlich auf dem Ast saß und sehr, sehr schnell atmete und wünschte, er hätte sich anstelle des Kletterns stattdessen auf Schwimmen eingelassen. Ru kletterte von seinem Rücken herunter und setzte sich neben ihn. Toll, Tiger, toll, toll, sagte es aufgeregt. Sind wir schon ganz oben? Nein, sagte Tiger. Klettern wir noch bis ganz oben? Nein, sagte Tiger. Oh, sagte Ru traurig. Dann fuhr es hoffnungsvoll fort. Das war aber hübsch, wie du eben so getan hast, als würden wir plumps, zack, runtergefallen. Und dann sind wir doch nicht runtergefallen. Würdest du das bitte nochmal machen? Nein, sagte Tiger sehr bestimmt. Ru war eine Zeit lang still und dann sagte es, sollen wir jetzt unsere Stollen essen, Tiger? Und Tiger sagte, ja, wo sind sie denn? Und Ru sagte, unten, auf der Erde, in dem Baum. Und Tiger sagte, ich finde nicht, dass es Sinn hat, sie gerade jetzt zu essen. Und da aßen sie sie eben nicht. Irgendwann kamen Puh und Ferkel vorbei.
Puh erzählte Ferkel mit Singstimme, es sei ihm wurscht egal, falls er nicht fett werde wie ein Aal, und er nehme nicht zu, was er tue. Und Ferkel fragte sich, wie lange es wohl dauern würde, bis seine Heichel groß und stark geworden sei. Sieh mal, Puh, schrie Ferkel plötzlich, da ist etwas auf einer der Tannen. Tatsächlich, sagte Puh, der erstaunt hinaufguckte, da ist ein Tier. Ferkel ergriff Puhs Arm, einfach für den Fall, falls Puh sich fürchtete. Ist es eines von den wilderen Tieren? Fragte es und sah in eine andere Richtung. Puh nickte. Es ist ein Jagular, sagte er. Was machen Jagulare? Fragte Ferkel und hoffte, sie würden es lassen. Sie verstecken sich im Geäst eines Baumes und lassen sich auf einen fallen, wenn man unten vorbeigeht. Das hat mir Christopher Robin gesagt. Dann sollten wir vielleicht lieber nicht unten vorbeigehen, Puh, falls sie sich fallen lässt und falls er sich dabei verletzt. Hier sehen wir, wie die beiden unter dem Baum stehen und sich fragen, was sie wohl tun sollen mit diesen gefährlichen Jagulare, die da auf dem Baum sitzen. Ob Puh das mit dem Jagular wohl richtig verstanden hat? Dann sollten wir vielleicht lieber nicht unten vorbeigehen, Puh, falls er sich fallen lässt und sich dabei verletzt. Sie verletzen sich nicht, sagte Puh. Dazu sind sie viel zu gute Fallenlasser. Ferkel fand trotzdem, es wäre ein Fehler, sich unter einem sehr gut Fallenlasser aufzuhalten, und es wollte gerade nach Hause rennen, um etwas zu holen, was es vergessen hatte, als der Jagular ihm etwas zurief. Hilfe! Hilfe! Rief er. Das machen Jagulare immer, sagte Puh sehr interessiert. Sie rufen Hilfe, Hilfe, und wenn du dann zu ihnen hochguckst, lassen sie sich auf dich fallen. Ich guck aber hinunter, schrie Ferkel laut, damit der Jagular nicht aus Versehen etwas Falsches tat. Etwas war sehr aufgeregt und saß neben dem Jagular. Es hörte Ferkels Bemerkung und quietschte. Puh, Puh, Ferkel, Ferkel, Puh, Puh, Ferkel, 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 Puh. Plötzlich hatte Ferkel sein Gefühl, als wäre dies doch ein viel schönerer Tag, als es eigentlich gedacht hatte. Es war so schön warm und die Sonne schien auch. Puh, schrie es, ich glaube, es sind Tiger und Ruh. Tatsächlich, ich dachte, es wäre ein Jagular und noch ein kleiner Jagular. Hallo Ruh, rief Ferkel, was machst du denn da oben? Wir können nicht runter, wir können nicht runter, schrie Ru. Ist das nicht toll, Puh, Puh, ist das nicht toll? Tiger und ich wohnen auf einem Baum, wie Eule, und wir werden immer und immer und immer hier oben bleiben. Ich kann Ferkels Haus sehen, Ferkel, Ferkel, ich kann von hier oben dein Haus sehen. Sind wir nicht schön ganz weit oben? Wohnt Eule auch so weit oben? Sag, sag, wohnt Eule auch so weit? Wie bist du denn da oben raufgekommen, Ruh? Fragte Ferkel. Auf Tigers Rücken,
Und die Tiger können nicht runterklettern, weil ihnen ihr Schwanz dabei im Weg ist. Nur raufklettern. Stell dir das vor, nicht runterklettern wegen dem Schwanz. Und Tiger hat das vergessen, als wir losgeklettert sind. Und das ist ihm eben jetzt wieder eingefallen. Deshalb müssen wir immer und immer hier oben bleiben. Und noch weiter rauf. Was hast du gesagt, Tiger? Ach, Tiger sagt, wenn wir noch weiter raufklettern, können wir wirklich Haus nicht mehr so gut sehen. Und deshalb bleiben wir hier. Ferkel, sagte Puh feierlich, als sie all dies gehört hatten. Was sollen wir tun? Und er begann, Tigers Stullen zu essen. Sitzen Sie fest? Fragte Ferkel besorgt. Puh nickte. Könntest du nicht zu ihnen hinaufklettern? Das könnte ich, Ferkel. Und ich könnte Ruh auf dem Rücken herunterbringen. Aber Tiger könnte ich nicht herunterschaffen. Deshalb müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen. Und nachdenklich begann er auch Rußstullen zu essen. Ob ihm etwas eingefallen wäre, bevor er die letzte Stulle aufgegessen hätte, weiß ich nicht. Aber er war gerade bei der vorletzten angekommen, als es im Farn raschelte und Christoph, Robin und Ia zusammen herbeigeschlendert kamen. Es würde mich gar nicht wundern, wenn es morgen tüchtig hagelte, sagte Ia gerade. Schneestürme und was nicht alles. Dass heute schönes Wetter ist, hat noch gar nichts zu sagen. Es ist insignif. Es ist, wie heißt das Wort? Also, das ist es jedenfalls. Es ist nur ein kleines Stück Wetter. Da ist Puh, sagte Christopher Robin, dem es ziemlich gleichgültig war, was es morgen tat, solange es er draußen und mit dabei war. Hallo, Puh! Da ist Christopher Robin, sagte Ferkel. Hier wird wissen, was wir machen sollen. Sie rannten zu ihm. Ach, Christopher Robin, begann Puh. Und Ia, sagte Ia. Tiger und Ruh sitzen oben auf einem Ast und jetzt können sie nicht wieder runter. Und ich habe gerade gesagt, fügte Ferkel hinzu, wenn doch bloß Christoph Robin und Ia, wenn ihr doch bloß hier wärt, dann könnten wir uns was einfallen lassen, das wir tun sollen. Christopher Robin sah zu Tiger und Ruh hinauf und versuchte sich etwas einfallen zu lassen. Ich dachte, sagte Ferkel ernst, dass wenn Ia unten am Baum stünde und wenn Puh auf Ias Rücken stünde und wenn ich auf Puhs Schultern stünde und wenn Ias Rückgrat plötzlich brächte, dann hätten wir alle was zu lachen. Haha, sehr amüsant, auf eine stille Weise, sagte Ia. Aber keine große Hilfe. Tja, sagte Ferkel sanft, ich dachte. Würde es dir das Rückgrat brechen, Ia? Fragte Puh erstaunt. Ja, das wäre ja gerade das Interessante, Puh. Man weiß es vorher nicht genau. Oh, sagte Puh. Und alle fingen wieder an zu denken. Ich hab eine Idee, schrie Christopher Robin plötzlich. Hör genau zu, Ferkel, damit du weißt, was wir vorhaben. Ich werde meinen großen Kittel ausziehen und jeder von uns hält ihn an einer Ecke fest.
Und dann können Ru und Tiger hineinspringen. Und das wird dann ein ganz sanfter und federnder Aufprall. Und niemand kommt zu Schaden. Tiger herunterschaffen, sagte Ia. Und zwar so, dass niemand zu Schaden kommt. Halte diese beiden Gedanken fest, Ferkel. Dann kann dir gar nichts passieren. Aber Ferkel hörte nicht zu. Es war schier außer sich, als es daran dachte, dass es Christopher Robins blaue Hosenträger wieder sehen würde. Es hatte bisher diese nur einmal gesehen, als es noch sehr viel jünger gewesen war. Und weil es sich bei ihrem Anblick ein bisschen zu sehr aufgeregt hatte, musste es eine halbe Stunde früher ins Bett. Und seitdem hatte es sich immer wieder gefragt, ob diese Hosenträger wirklich so blau waren, so hosentragend, wie es sie in Erinnerung hatte. Als nun Christopher Robin seinen großen Kittel auszog und die Hosenträger haargenau so blau waren, wie sie sein sollten, mochte Ferkel Ia wieder und es ergriff die Ecke des Kittels neben Ia und lächelte ihn freudig an. Und Ia flüsterte ihm zu, ich sah ja nicht, dass jetzt ein Unfall passiert. Mit Unfällen ist es so eine Sache. Sie passieren einem immer erst, wenn sie einem passieren. Als Ru verstanden hatte, was es tun sollte, fand es das ungeheuer aufregend. Und es schrie, Tiger, 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 wir springen, wir springen. Guck mal, wie ich springe, Tiger. Und wenn ich springe, dann ist es wie Fliegen. Kann ein Tiger das auch? Und es quietschte, ich komme, Christopher Robin. Und es sprang genau mitten in den Kittel hinein. Und das ging so schnell und der Aufprall war so stark, dass es fast wieder dorthin zurückgefedert wurde, woher es gekommen war. Und es machte es noch längere Zeit so, wobei es jedes Mal Juhu! Schrie und schließlich hörte es wieder damit auf und sagte Oh, toll, toll, toll! Und dann nahmen sie es und stellten es auf die Erde. Mach schon, Tiger, es ist ganz, ganz leicht, rief Ru. Aber Tiger wollte seinen Ast nicht aufgeben und er sagte sich, das mag ja alles für springende Tiere wie Kängas gut und schön sein, aber für schwimmende Tiere wie Tiger sieht die Sache schon ganz anders aus. Und er stellte sich vor, wie er auf dem Rücken einen Fluss hinuntertrieb oder von einer Insel zur nächsten stromerte und er spürte, dass dies das wahre Leben für ein Tiger war. Komm schon, rief Christopher Robin, es ist ganz ungefährlich. Sekunde noch, sagte Tiger nervös, hab da ein Stückchen Rinde im Auge. Und langsam bewegte er sich auf seinem Ast entlang. Mach schon, es ist ganz leicht, quietschte Ru. Und plötzlich merkte Tiger, wie leicht es war. Knack! Aua! Rief er, als er an dem Baum vorbeiflog. Obacht! Schrie Christopher Robin den anderen zu. Hahaha, da seht ihr also, warum es für Tiger plötzlich ganz einfach war, den Baum loszulassen. Obacht! Schrie Christopher Robin den anderen zu. Es gab einen lauten Knall und einen Lärm, wie von etwas, das zerfetzt wird. Und auf dem Boden lag ein großer Haufen, der aus allen Beteiligten bestand. Christopher Robin und Ferkel und Puh standen als Erste wieder auf. Und dann stellten sie Tiger wieder hin. Und unter allen anderen lag Ia. Ach, Ia,
schrie Christopher Robin. Bist du verletzt? Und er befühlte ihn ziemlich besorgt und staubte ihn ab und half ihm auf die Beine. Ia sagte längere Zeit gar nichts. Und dann sagte er, ist Tiger da? Tiger war da und fühlte sich auch schon wieder ungestüm. Ja, sagte Christopher Robin. Tiger ist da. Dann kannst du dich bei ihm in meinem Namen bedanken, sagte Ia. Tja, und so kam also Ia wieder von dem Baum herunter. So kam natürlich Tiger wieder von dem Baum herunter, wenn auch Ia am Schloss unter der ganzen Meute landeten, als diese zusammengeworfen wurden. Schön war ihr heute dabei. Einen weiteren der Götti liest vor. Ich freue mich auf den nächsten Sonntag. Im nächsten Sonntag geht es, glaube ich, auch wieder um Tiger. Ja, nein, am nächsten Sonntag ist ganz viel für Kaninchen los. Und außerdem erfahren wir, was Christopher Robin morgens macht. Sind wir also gespannt, Kaninchen wiederzusehen? Hier seht ihr schon Kaninchen, wie es auf die nächste Geschichte wartet. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Sonntag, wenn es wieder heisst, der Götti liest vor. Ciao zusammen. Hey, ich wollte auch noch etwas winken. Ja klar, Puh. Ciao zusammen, ist schön gewesen. Macht's ganz gut.